Zu Hunderten waren am Freitagvormittag Vertreter aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft in den Dessauer Hugo-Junkers-Saal gekommen, um Abschied zu nehmen. Abschied von einer Frau, die völlig unerwartet aus dem Leben und aus der Mitte der Gesellschaft gerissen wurde. Bei einer medizinischen Untersuchung in Halle war Gabriele Süßmich, Verwaltungsdirektorin des Städtischen Klinikums Dessau, am 4. Mai verstorben. Joachim Zagrodnik, medizinischer Direktor des Klinikums, würdigte am Freitag die stets direkte, offene und ehrliche Art der Verstorbenen, vor allem aber ihre Verdienste, die weit über die normale Arbeit hinausgingen. Der Neubau des Städtischen Klinikums sei zu großen Teilen ihr Verdienst und werde nun in gewisser Weise zu ihrem Denkmal. Albert Schweitzer hat jedoch gesagt, das schönste Denkmal, das ein Mensch bekommen kann, steht in den Herzen der Mitmenschen. Gabriele Süßmich Denkmal wird in vielen Herzen stehen. In den Herzen der Kinder aus aller Welt, die auf ihre Initiative in Dessauer Klinikum behandelt wurden. In den Herzen der vielen Menschen in Robertshof, für die sie Hilfsgüter gesammelt hat. Und natürlich in den Herzen der Menschen, die sich heute hier versammelt haben, um ihrer zu gedenken. Gabriele Süßmich ist viel zu früh von uns gegangen. Wir müssen heute endgültig Abschied nehmen. Vergessen werden wir sie jedoch nicht. Wie schmerzlich der Verlust von Gabriele Süßmilch nicht nur für ihre Angehörigen und Mitarbeiter, sondern für die gesamte Stadt ist, machte am Freitag ein Blick in die Trauergemeinde deutlich. Niemand schämte sich seiner Tränen. Es sei nicht der eigene Tod, der ihm Angst mache, sondern das Wissen, mit dem Tod ihm nahestehender leben zu müssen, so Oberbürgermeister Clemens Koschik. Gabriele Süßmilch sei aber nicht weg, sondern nur einen Herzsprung weit entfernt. Sie strahlt auf in unseren Erinnerungen die fürsorgende Mutter, die treusorgende Direktorin, der Mensch mit den weiten Herzen, die engagierte Mitbürgerin, die sich über alle Notwendigkeiten hinaus einbrachte in das Leben, in die Entwicklung dieser Stadt, ihrer Stadt, denn Dessau ist ihre Heimatstadt. Ihre Heimatstadt wird nun ohne Gabriele Süßmilch leben müssen. Ihre Verdienste jedoch bleiben unvergessen. In dieser Woche beschloss der Betriebsausschuss des Klinikums einstimmig, Dr. André Dürner als amtierenden Nachfolger vorzuschlagen. Die Fußstapfen seiner Vorgängerin zu füllen, dürfte für den erfahrenen Verwaltungs- und Klinikumsmitarbeiter trotz seiner Fähigkeiten eine schwer zu meisternde Aufgabe werden.